Nicht nur ich leiste viel Arbeit an dem Auto, auch die Geräte und Werkzeuge werden dabei ordentlich gestresst. Von Zeit zu Zeit muss man sich also um sie kümmern. So auch um mein immer noch von mir geliebtes Schweißgerät. Mittlerweile sind die rostigen, dünnen und angegriffenen Bleche am Bus Mangelware. Zum Glück. Deswegen stelle ich das Gerät nun von 0,6 auf 0,8 mm Schweißdraht um. In der letzten Episode dieses Projekts habe ich ja das zweite Bodenblech eingeschweißt und mit den darunterliegenden Querträgern verbunden. Ebenso wie beim rechten Blech sollen auch hier die Schweißpunkte egalisiert werden. Den Fingerschleifer habe ich mit neu aus China bestellten Schleifbändern bestückt. Alle Vorurteile werden direkt bestätigt und das Band reißt bei der ersten Berührung. So ein kleines Klebeband kann dem Druck überhaupt nicht standhalten. Ohne jede positive Erwartung und einer deutlichen Überlänge des Bandes starte ich den zweiten Versuch. Dort hält das Band dann über 10 Schweißpunkte, aber danach reißen alle Bänder beim ersten Kontakt. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, dass wir es hier temperaturmäßig aushalten. 0 Grad heute in der Halle. Ich hoffe, der Lüfter ist nicht zu laut. Ja, die Frage ist, bekommen wir den Innenschweller links jetzt problemlos rein und wird er genau passen? Ja, zum einen habe ich das Bodenblech eingesetzt, neu. Der Außenschweller ist ja damals neu draufgekommen. Dann habe ich die Querträger gemacht und jetzt auch den alten Innenschweller rausgenommen, beziehungsweise den neuen alten. Den alten neuen? Na egal. Und habe das rausgemacht und jetzt muss ich gucken, dass dieses Teil reinpasst, weil ich habe das nicht als Referenz genommen. Das war mir zu viel. Bodenblech rein und alles, das dann auszurichten. Jetzt ist die große Frage, passt jetzt der Innenschweller für das, was wir oben gemacht haben? Eigentlich haben sich die Querträger nicht verändert und eigentlich hat sich der Außenschweller nicht großartig verändert. Somit müsste die Geschichte passen. Und dann ist natürlich die nächste Frage, passt das Reparaturblech? Und das sieht mir eigentlich ganz gut aus, aber ihr wisst, der Bus ist für alle Überraschungen gut. Zum einen sind die Innenschweller nicht für einen nachträglichen Einbau optimiert und zum anderen machen es die zwei Tragarme der Hebebühne nicht eben einfacher.
So, Achtung, jetzt könnt ihr etwas fürs Leben lernen. Man sollte beim Schweißen keinen Fleece-Pulli anhaben. Schon gar nicht, wenn man über Kopf schweißt. Die kleinen Spritzer gehen ohne jeden Widerstand bis auf die Haut. Also fast so, als würde man mit freiem Oberkörper schweißen. Da hilft nur die alte Arbeiter-Bauernjacke aus Baumwolle. Jetzt habe ich heute den Schweller doch reinbekommen. Ihr seht, der ist, passt überall sehr schön. Ich musste ihn halt in der Mitte auseinanderschneiden, damit er überhaupt hinter diese Querträger kommt. Aber das hat er jetzt schön gemacht. Das Ding ist schön drin. Wunderbar. Wir nähern uns dem Ende des Unterbodens in der Mitte. Jetzt habe ich 2K-Epoxy überall drauf gemacht nochmal, damit es schon mal geschützt ist. Und nächste Woche kommt Karosseriedichtmasse. Und dann noch mal ein bisschen Versiegelung von innen. Sehr schön. Wir kommen voran. Ja, ihr hört, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Es ist immer noch schweinekalt hier drin. Also ich glaube, also mehr als 3 Grad haben wir hier nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.